Naja, und wir sind jetzt in Radein, zeigst herum auf über 1500 Meter. Und der Herr Bärwanger ist seit wie viel? 100 Jahre da? 100 nicht gerade, aber mit Unterbrechung und 82. Bin ich da. 82, ja. Nein, das, wenn man da einkehren kann in so einer Zirmstube, die Uhr schlägt so, die Zeit, allweil gleich geht es dahin, bleibt nicht stehen und hat aber da was, was seit Generationen gleich ist. Weil die Stube ist, weiß Gott wie alt. Ja, seit 1600. Seit 1600. Ja, mein Vater hat gesagt, in der Stube müssen mindestens drei Generationen, eine gestorben und eine geboren sein. Dann hat es erst ein Leben. Dann hat es ein Leben. Ja. Meine Seele. Ja, Seppian, jetzt bist du da die nächste Generation. Und weißt, das ist ja so ein Traditionshaus. Ist das schon ein besonderes Erlebnis, wenn man weiß, da kann ich jetzt weiter da? Ja, das ist natürlich Verpflichtung auch, sagen wir, die Traditionen auch weiter zu bewahren und sagen wir, die guten Sachen von damals mit herüberzunehmen und da auch trotzdem noch natürlich innovativ zu sein und da was weiterzumachen, ne, heutzutage. Ja. Wenn wir jetzt den Herz Jesu Sonntag hernehmen, der ja in Südtirol, aber auch in Nordtirol oben, eine große Bedeutung hat, jetzt seit über 200 Jahren, nicht nur wegen einem Feuerbrenner, ja. Dann ist das natürlich für die Generation von euch selbstverständlich. Was bedeutet das aber für die? Ist das ein besonderer Feiertag? Oder ist das ein Tag, wo man sagt, jetzt kommen die Gäste? Oder hängt man schon mit einem gewissen Herzblut noch dran an dieser alten Tradition? Ich glaube, Herzblut ist sicher in jeder Generation dabei, sofern die Erziehung oder das Verständnis für die Geschichte, sagen wir, in der Familie ist. Und ich glaube, das Herz-Jesu-Feuer ist auch irgendein Moment, wo man ein bisschen über seine Geschichte nachdenkt, über das Land nachdenkt und zusammen sich trifft. Ich glaube, insgesamt ganz eine schöne Tradition und ein schöner Moment. So rund um und um kommen sie zu, gell? Aufmarsch, den Radiatoren. Ja. Wenn die Sommersonnenwende zur Jahresmitte führt, haben zu allen Zeiten Feierbrech und religiöse Feiern Erd und Himmel verbunden. Sonnenwendfeier in vorchristlicher Zeit, Johannisfeier und in beeindruckender Form in Nord- und Südtirol die christlichen Herz-Jesu-Feier am dritten Sonntag nach Pfingsten. Eingebunden in verschiedene Vereine ist das ganze Dorf auf die Füße, trifft sie zum gemeinsamen Kirchgang und zur anschließenden Prozession. Oh.
wir es richtig aufnehmen, liebe Schwestern und Brüder, ist für uns das ein ungeheures Geschenk der Erleichterung. Ich bin geborgen im Herzen Gottes. Ich habe eine Heimat im Herzen Jesu. Und dieser Jesus steht voll und ganz für mich ein. Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes und preisen die großen Taten seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erfahrens die Fülle der Gnade und des Segens empfangen. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und uns liebt in Ewigkeit. Amen. Wir sind überladen fast, kann man sagen, mit Vereinen. Jeder ist praktisch bei jedem Verein zweimal vertreten. Nicht? Oder dreimal. Also dreimal. Nicht? Feuerwehrleute sind Schützen, Schützen sind Feuerwehrleute. Die anderen sind beim Kirchenrat, die anderen sind bei dem und bei den anderen. Jeder Verein will vollzählig erscheinen. Ja. Ist aber nicht wählen. Müssen da einer drei Uniformen ja. haben. Ja, müssen so abgeteilt sein. Und da sind die Jungen, die sicher irgendwann einmal gesagt haben, mei, wir ziehen oben ins Tal, wie so die Entwicklung war, jetzt aber verstärkt wieder dabei. Ja, auf jeden Fall. Die Generation jetzt, die jetzt jung ist und die sich jetzt entscheidet, in Radein zu bleiben, die sind davon überzeugt, weil es einfach ein schöner Ort ist und wo man eigentlich gut leben kann. In der Fraktion Radein haben wir einen leichten Zuwachs, also von Abwanderung keine Rede. Der Sommer reift heran, erfüllt von Kraft und Leben, und alles wächst so gut es kann, zur Freude für den Bauersmann, zur Ehre für den Schöpfer. Solche Gedanken beseelen die gläubige Schar, die sich jetzt in die Prozession einreiht und büthoft das Herz Jesu durch die Fluren begleitet. Wenn der Pfarrer die Monstranz unter dem Himmel trug, neigt der gläubige Mensch sein Haupt, bekreuzigt sie und meint, der Herr geht über Land. Im Mittelalter sind die Gläubigen nur zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Allerheiligen zur Kommunion gegangen. Und so waren die Umzüge und Prozessionen eine willkommene Möglichkeit, die Hostien und das Allerheiligste anzuschauen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch. Der Herz Jesus Sonntag geht auf frühere Sonnwindfeier und auf Leichtzeichen für einen abgesprochenen Kampfbeginn zurück. Nachdem Napoleon 1796 Tirol bedrängt hat, haben die Tiroler Landstände das Land unter den Schutz des Herzens Jesu gestellt. Andreas Hofer, der Tiroler Freiheitskämpfer, hat das fromme Gelöbnis vor der Schlacht gegen Franzosen und Bayern erneuert. Und so ist der Herz Jesu Sonntag zum hohen Feiertag geworden. Los! Oh, an! Hoi. Oh.
Das ist nicht nur Tradition, das ist schon, das hat einen tieferen Sinn. Weil da haben schon die Eltern eingesehen, dass es ohne Religion und ohne Herrgott auch nicht geht. In Wirklichkeit. Und die ganze Gemeinschaft, auch kommt man zusammen. Ja. Das sollen wir machen, das Feuer da oben auf dem Berg. Da sind die ganzen Jungen zusammen, machen miteinander das. Die ganze Gemeinschaft. Das ist einfach auch der Zusammenhalt nachher, was wirklich interessant ist. Da. Freilich. Ja. Zu feiern auch noch. Auf dem Berg auch mal Trollen. Ja. Da gehört logisch auch dazu. Das Feiern gehört alle bald dazu, auch nicht. Sonst wird es langweilig, wenn nichts zu feiern ist. Laut dem Tiroler Volksboten ist am 19. August 1906 ein neuer Schierstand eingeweiht worden, mit einem großen Schützenfest und kaiserlichen Auszeichnungen. Heute ist der Schierstand festlicher Mittelpunkt geselliger Feierlichkeiten, bei der die Nachbarn aus Petersberg für den Schützennachwuchs die musikalische Unterhaltung liefern. Als Ehrenschützenhauptmann freut man sich natürlich, gell, wenn so ein Lehm da am Schießstand ist. Ja, ja, jetzt haben wir 32 Mann, aktive. Ja. Jetzt habe ich gesehen, so ein paar kleine Rennen auch in der Uniform. Ja, ja, braucht es auch Junge. Kommt noch, oder? Ja, die Alten sterben wir gar nicht weg, dann brauchen wir wieder ein paar Junge. Aber kein Problem mit dem Schützen noch. Nein, eigentlich bis heute nicht. Und euer Hauptaugenmerk ist natürlich auf die Gestaltung so kirchlicher Feste. Ja, hauptsächlich, ja, Tradition. Ja. Da hält man schon ganz viel, dass die Tradition weitergepflegt wird. Und überhaupt, wenn so eine kleine Ort schafft, wenn wir da nicht Vereine hätten, das wäre ausgestorben. Ja, das glaube ich. Ja. Jetzt habt ihr alles nur keine Musik. Ja, aber die Musik kommt schon von Petersberg. Ja, ja. Die helfen den passt, ja, die helfen ihnen schon aus, das passt schon. Die Feierlichkeiten mit Unterhaltung und der notwendigen Stärkung sind aber nur Übergang zum Höhepunkt am Herz-Jesu-Sonntag, der so wie es im gesamten Alpenland der Brauch ist, mit Schnäuzer oder Glöckner angekündigt wird. In unserem Fall zum Aufstieg auf das 2300 Meter hohe Weißhorn, auf dem die Ledigen ihre Herz-Jesu-Feier abbrennen. Mein Weg aber führt durch eine urbäuerliche Siedlung hin zum Zirmerhof, wo mit letzten Handgriffen die Vorbereitungen für ein mächtiges Herz-Jesu-Feier angeschlossen werden. Überwacht vom Georg, dem guten Geist des Hauses, der nach Mitwirkung im Kirchenchor wieder seinen blauen Schurz umbunden hat. Ja, nicht, dass es ausgeht und sagen sie, ich bin schuld. Du, und wie lange habst du jetzt schon hergekriegt? Ah, nicht lang. Nicht lang? Ja. Das ist von in früher von den Wiesenraumen. Ja, ja. Von den ganzen Reisig. Und das hat er vom Wald. Du, und das Herz-Jesu-Feuerbrenner kennst du als Bub schon? Ja. Ja. Bin ich selber auf Weißhorn und Schwarzhorn. Also lediger am Weißhorn? Ja. Und dann, wo ist mehr Gaudi gewesen? Ja. Ma, Weißhorn. Weißhorn, ja. Um schon, gell? Ja.
zuerst war der Krieg, dann haben sie ein paar Jahre kein Feuer gemacht. Dann haben sie angefangen mit dem Feuer, da war ich ein einziges Mal oben. Und dann, weil vorher war es verboten von den Faschisten, was hat es nicht mehr gegeben. Und dann habe ich Kinder gekriegt und Familie und so weiter, bin ich nicht mehr mitgegangen. Und dann in den 60er Jahren bei den Sprengstoffanschlägen wurden sie dann verboten wieder 5 Jahre. Es hat nie so viele Feuer gegeben wie in diesem Verbotsjahr. Es ist leider interessant, weil aufs Weißhorn gehen ja die Ledigen und aufs Schwarzhorn die Verheirateten. Jetzt haben die Verheirateten haben einen weiteren Weg als die Ledigen. Ne? Ja, Münster. Also viel Anstrengung. Muss es irgendwo einen Grund geben, oder? Trotzdem, dass das Ehejuch haben, müssen sie auch noch dort dafür gehen. Du kannst doch jetzt noch aufs Weißhorn gehen, nicht? Ich kann ganz jetzt, knapp noch. Ja, ich kann knapp noch aufs Weißhorn gehen. Weil da sind die Ledigen. 50 Kilo Latschen und Buchen. Ja, 50 Kilo Latschen und mehr. Tragen jetzt die Burschen auf das Weißhorn. Ein paar sind schon zum 5. und 6. Mal auf dem Weg von der Gurndinalm zum 2300 Meter hohen Gipfel, damit der Holzstoß hoch auftürmt werden kann und das Feuer in der Nacht weit ausgestreut ins Land. Freude und Verpflichtung für die Jugend von Radein. Ja, es ist ein gemütliches Beisammensein mit den Kollegen, heißt es schon mal in erster Linie. Dann ist es auch viel von Land, von der Kultur. Ist auch viel wird auch mitgenommen und weitergegeben in die, wiederum in die Jungen, die mitgehen. Und es ist halt ganz jedes Mal wieder ein Erlebnis, wenn man es geschafft hat, auf den Bergarzt zu kommen, ist ganz fair mit den Kollegen. Ob es schneit oder stürmt? Ja, wir gehen da auch. Wir sind da. Das ist einfach Tradition. Genau. Von ich und ich haben schon so gewesen. Und dann nehmen wir die Freude und Ding macht man das jetzt auch wieder. Fast 300 Jahre alte Tradition. Das mit der Eilen gehört jetzt fest dazu. Alle Jahre. In der abendlichen Dämmerung könnten jetzt die ersten Feier von lebendiger Gemeinschaft und wo ja in der Erinnerung an leidvolle Zeiten und in der Hoffnung auf eine friedvolle Zukunft. Ja, wunderbar. Das Lied heißt, wenn ich durchgehe durchs Tal, geb ein Jauchz noch einmal, dass ich die noch einmal höre. Vielleicht noch nix mehr. Hollerei, Dulerei, Dulerei, Dulio. Hollerei, Dulerei, Dulio. Ha, ho. Oh.
Und ich hör nix mehr wisch, bin ich hör nix mehr schreien. Mein Bub muss schon längst über die Granitzen sein. Hollerei, du Lirei, du Lirei, du Lio. Hollerei, du Lirei.